Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben. Wer ist das Ding hier eigentlich? Schrein von Amana. Und da geht's jetzt hier weiter. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Den komischen Tussis. Immer so lustig schreien. Glitzerndes Titanit, stimmt, habe ich ganz vergessen. Das kann man ja hier farmen bei den Mädels. Bei den Metals. Metals in die Metals. Ja, weiter. Ja, ich denke, so mache ich das auch, Rolf. Zumindest mal für diese Sammelsachen. Ich bin ja nicht gesprungen, ne? Wie hat mich das getroffen? Also, das verstehe ich auch manchmal nicht. War ich eigentlich beim Boss? Und wenn ja, was war da für ein Boss? Oh, ein Helfer. Einsamer Jäger Schmidt. Ja, hilf mal. Ich habe wieder nichts zu heilen. Das ist echt eine Katastrophe mit der Heilung. Hallöchen. Oh, ein Bogenschütze. Das gefällt mir. Wurde besiegt? Ach, der ist doch dumm. Was ist das Scheiße? Glitzerndes Titanit. Oh, das schmeckt. 14k hatte ich da noch. Haha. Erztrakenhandschuhe. Du schießt nicht?
Hä? Nee. Ja, mal auf hier. Ha! Sieh's wohl nicht. Du kleiner Scheißer. Daga, daga, wieso drehst du dich nicht? Aufgespießt. Ich könnte dir dann, du kannst nicht vorbeimachen. Perspective abwechseln, verstehe nicht. Alter, schimmernder Lebensstein. Ich hatte beim letzten Mal bin ich vor dem Boss gestorben, ne? Aber ich meine, ein Boss. Come on. Habe ich noch Heilung? TP. TP. Dann nehme ich das auch mal. Habe auch nur 43.000. Gucken wir mal, was kommt. Vielleicht kommt jetzt Wendrick. Hier kommt gar kein Boss. Wir sind da immer noch auf der Suche nach Wendrick, oder? Ist so richtig. Dem König. König Wendrick. Ah. Ich kann safe meinen Stab hier nochmal leveln jetzt. Hallo. Hallöchen, Stäbchen. Was? Ah, ich habe genug, aber mir fehlt Seelen. Das ist kein Problem. Seelen habe ich. Nicht. Ups. Ah, ich arbeite immer so vorausschauend, ich liebe es. Warum machst du noch einfach wieder eine Farming-Folge über Funky? Verstehe ich auch nicht. Mutige Felicia. Na komm mal ran. Wie mutig bist du? Ach du Kacker. Wer bist du denn? Geht er hier immer weiter? Ach nö, bitte. Will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, du Troller. Was macht der die ganze Zeit Schild, der Loser? Ey, hier liegen überall Items rum. Mitnehmen. Lehmstein mitnehmen. Wieso glitzert das hier so?
Was kann eigentlich Skeptikergebürz? Ey, hier liegen überall Items. Invasion. Ach nö, nicht noch mehr Magie. Der Loser. Seltsamer Kinderlur. Das ist nicht Wendrick. Alter! Wieso habe ich denn die Tode rausgeschmissen? Bei 42 sind wir, ne? Gott. Mit der Clownsrüstung benutzen? Ah, okay. Blöde Stelle. Ach nö. Hat er nicht, er hat mich getroffen. Ich kotze. Ach komm, scheiß drauf, Rainer. Als ob es mich getroffen hat. Was war das denn für eine Flugkurve? Es sind Sachen kaputt. Ich kotze einfach nur noch. $3.000 und ich weiß, das ist übel teuer, die Sachen zu... Ja, normal zu machen. Ich spüre, das wird eine Scheißfolge. Ich spüre es. Das ist bestimmt übel teuer jetzt. Es ist übel teuer, ich wette. 10.000 oder so. Nö, voll günstig. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Noch höher geht das, krass. I'll be around.
Ich habe nichts gesagt, okay, natürlich. Aber ich brauche unbedingt Pfeile. Ich hole mir eben Pfeile. So, jetzt aber. Jetzt gehe ich auf Nummer sicher. Was macht das für eine Kurve ganz am Ende? Kein Bock mehr. Der spaßt. Als ob er mich trifft. Man ist in diesem scheiß Wasser, ist scheiße langsam. Ich habe 45 auf Leben. Ja klar, es überlebt.
Kannst du auch was? Nee, ne? Nur heilen. Drachenormulett, cool. So, da hinten ist noch ein Item. Da sind Items, aber ich glaube, da komme ich überall gar nicht hin. Ne? Zielflugkristall-Seelenmasse. Skoppel, sind hier irgendwelche Items, die ich unbedingt haben will? Nee, oder? Dass ich mir da jetzt einen Weg suche, wie ich da hinkomme? Ist, denke ich mal, nicht so wichtig, oder? Wer bist du? Bist du ein Toter? Nee, du lebst. Hast du dich versteckt? Ja, tschö. Nee, eigentlich nicht. Gut. Gehe ich jetzt da ins Häuschen. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Du siehst aber nicht so gut aus wie deine Kollegin. Hä? So eine Sing-Sang-Troller ist jetzt bestimmt der Boss. Oder ist hier Wendrick? Sänges-Dämonen. Ich wusste... Ein Frosch. Oh, die macht gut Schaden. Und schön in diesem verkackten Wasser, ne? Das liebe ich ja. Ja, du, da ziehe ich nichts ab anscheinend. Na komm, zieh deine Maske aus, du Ekelvieh. Was war das? Unerwartet. Kann ich sie nur in ihrem fucking Gesicht treffen? Das ist voll nervig. Komm raus. Hallo. Ja, schön. In your face. Oh, oh. Alter, macht die Schaden. Als ob.
Ich habe versucht zu schilden, aber schilden bringt gar nichts gefühlt. Raus! Ich bin da nicht ausgewichen. Ich glaube, die die Dings-Taktik hat mir besser gefallen. Oh oh. Na klar, trifft ihr mich. Ciao. Eingebetteten Schlüssel? Oh, vielleicht kriege ich damit diese eine da raus. Kriege ich damit die Frau da in Dranglike? Oh, guck mal, das Ende hier, ne? Kriege ich damit die Frau in Dranglike raus? Ah, ne, hier ist nicht Ende. Hier geht's rein. Deswegen habe ich das mit Froschchen gehört. Und die singt by the way auch, okay. Guten Hungerskobbel. Beli, bist du noch da? Kriege ich mit dem Schlüssel jetzt die Frau da raus? Komme ich hierher? Oh oh. Das ist doch Wendrick. Mit dem Schlüssel? Oh gut. Dann müssen wir da gleich auf jeden Fall einmal zurück. Hallo, mach dein Schild weg. Er macht sein Schild nicht mehr weg, Beli. Oh Gott. Will ich da überhaupt lang? Eigentlich schon irgendwie, ne? Hallo? Du hast ja gar nichts drauf. Ein Aufzug? Aufzug? Sam, danke dir, mein Bester, für dein Sub im zweiten Monat schon. Wird langsam, mein Bester. Vielen Dank. Und weiterhin viel Spaß mit dem Maus, mein Bester. Alter, wo kommen wir denn jetzt hin? In die Tiefen? Ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Gruft der Untoten, oh Gott. Wo war das denn nochmal? Dranglike. Hier und dann hier, ne? Und dann den Aufzug. Aufzug.
Beli, wie viele Bosse kommen denn noch? Da, ich rette dich. Ich rette dich. Ich rette dich. Mach auf. Ja. Geh weg, du Spack. Mach auf. Kann ich dir jetzt befreien? Nein, wohin gehst du? Ring des Todes. Ich wollte keinen Ring des Todes. Toll, das hat sich null gelohnt. Ich befreie die und was kriege ich? Verkackt. War die da doch noch oben? Aufzug, fahr mich nochmal nach oben. Gibt es ja eigentlich auch ein Soft- und Hardcap? Macht es ab irgendeiner bestimmten Position keinen Sinn mehr, etwas zu leveln? Eingang zur Gruft der Untoten. Puh. Billy? Bist du noch da, Billy? Du bist schon geflohen. Ja, bin ich. Sag mal, wie viele Bosse muss ich noch besiegen? Bis ich das Game durch habe. Du bist ja witzig. So 5. Puh. Mehr als ich dachte, tatsächlich. Autoritätshandschuhe. Vier Leben. Die machen mich schon gut Aua. Kann ich schießen? Hä? Das zieht gar nichts ab, kann das sein?
Anhängerin Scarlett, komm doch mal her. Dich brauche ich. Sechs. Sechs Bosse noch? Das kommt mir irgendwie viel vor. Oh, das war wirklich dumm. Die sterben Leute, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich sehe halt auch. Ich mach doch gar kein Licht, entspann dich mal. Das war natürlich wieder clever. Grabwächter. Der gute alte Grabwächter. Gibt's ja nicht bei Yu-Gi-Oh! Grabwächter? Wer bist du denn? Ja! Ja, hier findet man Wendrick. Gnade. Gegenangriff bei erlittenem Schaden. Oh. Finsternis-Pfeil, da kaufen wir doch mal ein paar. Jo. Stellt Menge TP her. Ist der teuer? Wucher. Guck mal hier, geile Sachen kann man hier kaufen. Was ist, wenn ich vor seiner Nase jetzt Feuer anzünde? Mag der das nicht? Beli. Was passiert dann? Wenn ich einfach vor seiner Nase Feuer anzünde. Mach es nicht. Guck mal, hier ist ja auch Licht. Das ist ja voll die Verarsche. Aber wieso? Guck mal, hier könnte ich auch Feuer anzünden. Aber wieso soll ich das nicht machen? Alles schreit ja danach. Ist hier Wendrick drin? Nee. Hier ist ja auch Licht. Ist ja. Das ist ja gemogelt. Oh oh. Fürchte, das war dumm. Mach das Feuer weg. Leuchtfeuer. Was bringen die Glocken? Was können die Glocken? Links spawnen neue Gegner. Ja, aber ist das gut?
Also bringt mir das irgendwas? Oder ist es einfach nur als Schutz, falls man so dumm ist und die trifft? Okay. Und du? Was bist du? Kann ich kaputt machen, safe, ne? Ach, guck mal hier. Blaue Flamme, cool. Ah, da kommen dann immer wieder neue Gegner. Ich dachte, ich könnte es kaputt machen. Aber die Waffe sah cool aus. Blaue Flamme hieß die. Blaue Flamme. Ah, ne, was? Oh, Thronräuber. Da bist du ja. Hallo. Die haben viel zu viel Leben. Guck mal, wie viel Leben der hat. Menschenbild. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass viele Sounds recycelt wurden von Dark Souls 1. Wie wenn hier dieser Geist stirbt, kommt der gleiche Sound wie bei dem Geist bei Dark Souls 1. Finde ich schwach, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen schwach. Autoritätshandschuhe. Da geht's runter. Was kannst du? Hallo? Okay, gehen wir hier runter. Hier war ich doch safe schon. Mhm. Scarlett hat Spaß. Viel Spaß, Scarlett. War ich hier nicht eben? Hast dich kaum mit 1 befasst? Was? Da haben sie auch Sounds recycelt. Hallo, Nobu. Ach, was, eine Abkürzung oder so? Ja, ich glaube, es war eine Abkürzung. Ich würde mich hier einmal hinsetzen. Scarlett. Was du eins nicht so toll findest. Ach, das habe ich mir nicht gemerkt. So, hier erstmal die Finster-Dinger. Ein Level reinballern. Ihr habt mir nichts zu Softcap gesagt. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, worauf ich gehen soll. Es gibt 2 Angriff. Hab ich nichts, was ein bisschen mehr Angriff gibt, ja?
glaube, ich habe so einen Knochenstein gefunden. Vielleicht kann ich ja meinen Bogen leveln. Ne, zwei fehlen noch. Schade. Was mit Rüstung? Nö, nö. Nö. Und das andere ist schon auf Max, ne? Ja. Okay. Skoppel ist ja gar nicht da. Skoppel ist essen. So, Abkürzung frei. So, jetzt kann ich dann hier wahrscheinlich weiter, ne? Ah, guck mal, da ist Vendrick. Oh, Vendrick mit seinen Bodyguards. Vendrick und seine Bodyguards. Ach, kommen die immer wieder? Genug Hallos. Da ist noch einer. Halt Maul. Hey, kommen die? Haben die? Die haben ein Nest, ne? Die haben safe ein Nest. Ja, die haben Nest. Die haben doch safe ein Nest, das kann nicht sein. Da ist schon wieder ein neuer. Da ist schon wieder ein neuer, ja, die haben safe. Die haben Nest. Die haben Nest. Ich habe gemerkt, dass die respawnen. Die respawnen. Alles gemerkt. Gemerkt und gewusst. Glaubst du, die haben da ein Nest? Ja, ja, die haben da ein Nest. Die haben das safe Nest. Ich sag es euch. Glaubt mir einmal. Ich renne einfach durch. Ich renne einfach durch direkt zu Vendrick. Aber es gab gute Seelen. Ich weiß nicht, wie viele einer gibt, aber das waren, glaube ich, 12k. Hier, Anpassung. Keine Ahnung, was das kann. Ich glaube, das macht Iframes. Weiß mittlerweile nicht mehr, wohin mit den Seelen. Hör mal! Clips, die heute erstellt werden, sind übrigens schon Futter für den nächsten Monat, ne? Wollte ich nochmal so gesagt haben. Ich renne jetzt einfach durch. Was soll's? Was soll der Geiz? Vor allen Dingen, wenn die immer respawnen. Hä, wo sind die? Jetzt sind die weg? Ah, ne, da sind sie. Wenn die immer respawnen, wie ist denn der, wie ist denn hier, also wie ist die Taktik? Ist die Taktik einfach durchrennen oder was? Hallo Manni!
Das muss Wendrick sein. Das muss Wendrick sein. Pilzragout mit Reis? Geil. Will auch. Das muss Wendrick sein. Guck mal, wie der aussieht. Das ist aber sowas von der Boss. Belege. Weltstadt der Königsäges. Werden auf jeden Fall schon mal mehr leben. Oder ich mache nicht so viel Schaden bei dem. Er hat gute Def. Ich glaube, das ist die Sache. Als ob er mich getroffen hat, hey, ich bin perfekt ausgewichen. Wie ein Gott bin ich ausgewichen. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Hält er sich? Was macht er? Er hält sich, ne? Oh, und nicht aufgepasst. Ha! Ey, ich mach so wenig Schaden. Ach, er hat mehr Death, glaube ich. Ja, ja, er hat mehr Death. Au, der Rückhand-Dings, der tut weh. Ich glaube, er macht mehr Schaden und er hat mehr Leben. Oh, den habe ich wieder nicht kommen sehen. Was macht er jetzt? Nee, nee, nee. Nein! Was war das denn? Der übelste Schaden. Die Rückhand ist immer gemein. Jetzt habe ich dich. Schön mit dir. Weltstadt. Oh Gott, die kommen. Ist das? Ah, das ist Wendrick. Hallo, bist du Wendrick? Das war safe, Wendrick. Aber ich will nicht kämpfen, ich habe 70k. Kann ich das hier nehmen? Willst du nee, du bist ein Gegner! Du bist aber, siehst aus wie ein König. Ein toter König. Ich nehme mal dein Ding hier. Königsring. Muss ich gegen den kämpfen? Soll ich den töten? Ich piek's dich mal an. Passiert nichts, ne? Greifst du an? Bist du unbesiegbar? Ah, man kann ja nicht töten. Und was mache ich jetzt? Jo, musst du ihn töten? Schön geht das gar nicht. Das ist doch gar keine Lebensanzeige. Hallo? Gib mal dein Schwert. Bestimmt muss ich den Ring anziehen. Habt ihr hier gerade einen Ring bekommen? Königsring. Öffnet das Königstor. Versuchen. Leider passiert nichts. Ah! Das Königstor. Ich weiß, wo das Königstor ist. Ich weiß, wo das ist. Aber den besiegen kann man nicht. Ich glaube, der ist unbesiegbar.
Da ist ja keine Lebensanzeige. Einfach nochmal angreifen, du verarsch mich. Musst ja auch drauf und bis er Aggro zieht, aber. Ihr labert Scheiße. Ich bin jetzt hier weg. Ich weiß ja, wo er ist. Ich weiß ja, wo er ist. Ich weiß, wo er rumläuft. Nein, ist er nicht. Ihr labert. Ich vertraue euch nicht. Komm, steh auf. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit Leben. Auch ein bisschen auf Leben gehen. Jetzt immer geholfen. Ich vertraue euch trotzdem nicht. Ich kann sogar noch ein Level machen. Okay, also ich gehe jetzt nochmal hin und dann sagt ihr, ich kann den besiegen, ja? Uns wieder null, ja, mit Recht, oder? Ich gehe noch mal hin, aber ich glaube, ihr flunkert. Oh, wir müssen auch die Folge beenden. Leute, wenn ihr wissen wollt, ob ich hier verarscht werde oder nicht, abonniert den Kanal, liked das Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.